zusammen mit Klaus Eberhardt und anderen Bundestrainern haben wir uns im Sommer dafür entschieden, die etwas jüngeren Jahrgänge zu sichten. Das war mein Wunsch, dass ich einfach mehr Überblick habe von den 12, 13, 14. Was kommt denn nach? Wo sind die neuen Talente? Weil gerade in dem Alter kann man noch etwas mehr machen, als wenn der Spieler schon 16, 17 oder 18 ist. Das ist eine Menge Holz. Also ich bin dankbar für die Hilfe von Gerald Matzenell und Peter Frankoch und allen Mitarbeitern, weil das sind 24 Kids, haben alle viel Energie und viel Elan. Grundsätzlich ist es eine sehr positive, sehr motivierende, aufgeweckte Stimmung. Es sind alle kaum zu bändigen mit ihrem Elan und das ist erstmal eine gute Voraussetzung. Das macht es für die Trainer leichter. Ich bin auch überrascht über das Niveau. Also ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, als ich 12 oder 13 war, aber die sind schon verdammt gut.